Kaum ein anderes Medikament führte zu einer solchen Katastrophe wie Contagan, dem wahrscheinlich größten Arzneimittelskandal des 20. Jahrhunderts. Das Leben tausender Kinder wurde durch einen Arzneistoff für immer verändert. Doch das Paradoxe daran, der Arzneistoff wird immer noch in der Medizin eingesetzt. Und somit ist auch heute die Geschichte dieses tragischen Medikaments immer noch nicht an ihrem Ende angekommen. Gegen Ende der 1950er und Anfang der 60er Jahre wurde der Wirkstoff Thalidomid, besser bekannt unter seinem Handelsnamen Contagan, als vermeintlich harmloses Schlaf- und Beruhigungsmittel eingesetzt. Weil das Medikament als besonders gut verträglich und nebenwirkungsarm galt, wurde es gerne schwangeren Frauen gegeben. Vor allem auch deswegen, weil Contagan zusätzlich eine positive Wirkung auf die typische morgendliche Schwangerschaftsübelkeit zeigte. Erst ein paar Jahre später, als sich Fälle von unerklärlichen Missbildungen bei Kindern häuften, stellte sich heraus, Contagan hat fruchtschädigende Eigenschaften und führt zu schwerwiegenden Fehlbildungen der Gliedmaßen und inneren Organe bei neugeborenen Kindern. Es greift in der frühen Phase der Schwangerschaft in den Wachstumsprozess der ungeborenen Kinder ein und führt so dazu, dass tausende Kinder mit verstümmelten Armen und Beinen geboren wurden. Eine einzige Tablette zum falschen Zeitpunkt eingenommen reichte aus, um die gravierenden Verstümmelungen auszulösen. Und somit führte Contagan dazu, dass eine ganze Generation an Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft Contagan einnahmen, mit Fehlbildung für den Rest ihres Lebens geboren wurden. Doch war's das jetzt schon mit der Contagan-Geschichte? Contagan wurde nach Bekanntwerden der Nebenwirkung vom Markt genommen und damit hat der Albtraum ein Ende? Weit gefehlt. Denn auch heute wird der Wirkstoff des Contagans, das Thalidomid, immer noch in zahlreichen Ländern der Welt eingesetzt. Und das auch wieder in Deutschland. Der Mechanismus, wie Contagan zu Fehlbildung bei neugeborenen Kindern führt, ist immer noch nicht vollständig verstanden. Bekannt ist nur, Thalidomid bindet an ein Protein namens Cereblon. Dieses ist Teil eines Enzymkomplexes, der normalerweise nicht mehr benötigte Proteine markieren soll, damit sie anschließend abgebaut werden können. So wird für gewöhnlich der Proteinschrott in einer Zelle abgebaut und entsorgt. Dadurch, dass Thalidomid diesen Prozess beeinträchtigt, wird der Proteinmüll der Zelle jedoch nicht mehr korrekt abgebaut. Infolgedessen wird die zelluläre Funktion gestört und zum Beispiel die Ausbildung neuer Blutgefäße kann nicht mehr richtig stattfinden. Denn gerade in der Entwicklung eines Embryos ist es wichtig, dass manche Proteine nur für bestimmte Zeiten in der Zelle vorhanden sind. Thalidomid hat darüber hinaus aber auch eine immunverändernde und tumorwachstumshemmende Wirkung. Und genau diese Eigenschaften kann man sich auch in der modernen Medizin zunutze machen. Vor allem in der Onkologie. Der Wirkstoff des Contagans wird heute auch in Deutschland eingesetzt, zur Behandlung einer ganz spezifischen Krebsart, dem multiplen Myelom. Das ist ein aggressiver Knochenmarkkrebs. Für ältere Menschen, die keine hochdosierte Chemotherapie und Knochenmarkstransplantation überstehen würden, bleibt Thalidomid ihre Hoffnung auf mehr Lebenszeit und mehr Lebensqualität. Diesen Patienten kann das Medikament noch ein paar Jahre Lebenszeit schenken. Doch Thalidomid darf in Deutschland nur unter strengsten Sicherheitsauflagen verordnet werden. Patientinnen müssen eindringlich über Risiken aufgeklärt werden, sie erhalten Informationsbroschüren und Frauen im gebärfähigen Alter müssen konsequente Schwangerschaftsverhütung betreiben. Ein kleiner Funfact noch am Rande: Bei Männern, die Thalidomid einnehmen müssen, lässt sich der Wirkstoff auch im Sperma nachweisen und kann darüber auch an schwangere Frauen weitergegeben werden. Diese winzige Dosis könnte bereits ausreichen, um entsprechende Fehlbildungen auszulösen. Ärzte können Thalidomid und dessen Abkömmlinge Lenalidomid und Pomalidomid nur auf Sonderrezepten, sogenannten T-Rezepten, verordnen, die sie eigens bei der Zulassungsbehörde beantragen müssen. Und auch in anderen Teilen der Welt ist Thalidomid weiterhin nicht wegzudenken aus der modernen Medizin. Vor allem in südamerikanischen Ländern wie Brasilien. Denn Thalidomid ist auch hocheffektiv gegen eine ganz andere Erkrankung. Lepra. Bei Lepra handelt es sich übrigens um eine bakterielle Infektion. Für viele Menschen in Südamerika ist Thalidomid die letzte Alternative zur Amputation bei Komplikationen ihrer Lepra-Erkrankung. Das Problem daran ist nur, Lepra ist eine Krankheit, die vorwiegend die ärmeren Bevölkerungsschichten Lateinamerikas heimsucht, bei denen der Anteil an Analphabeten recht hoch ist. Die Betroffenen können buchstäblich die Warnhinweise auf den Thalidomid-Packungen nicht lesen. Und damit noch nicht genug. Thalidomid wird auch unter der Hand weitergegeben und gelangt damit in die Hände von Menschen, die das Medikament auf gar keinen Fall einnehmen dürften.
Deswegen ließ die brasilianische Regierung Piktogramme, also kleine Abbildungen als Warnung, auf die Verpackung drucken. Darauf zu sehen, eine durchgestrichene schwangere Frau. Und damit wiederholte sich die Tragödie. Viele Frauen dachten durch die Abbildung, dass Thalidomid ein Verhütungs- oder Abtreibungsmittel sei, quasi die Pille danach, und nahmen munter das Mittel ein. Und das ausgerechnet in der frühen Phase der Schwangerschaft, wo Thalidomid am gefährlichsten für den Fötus ist. Erneut kamen zahlreiche Kinder mit verstümmelten Gliedmaßen zur Welt. Der Contergan-Skandal feierte sein grausames Comeback. Und auch wenn die ungünstig gewählten Piktogramme inzwischen wieder abgeschafft sind und durch Abbildungen von Babys mit missgebildeten Extremitäten ersetzt wurden, hält sich das Gerücht von Thalidomid als Abtreibungspille. Deswegen kommen auch heute noch, 60 Jahre nach dem ersten Contergan-Skandal, immer noch vereinzelt Kinder mit Fehlbildung durch Thalidomid auf die Welt. Und so fristet Thalidomid weiterhin sein zwiegespaltenes Schattendasein. Einerseits als skandalträchtiges Medikament, das tausende Kinder verkrüppelte, andererseits aber auch als lebensnotwendiges Medikament, das Menschen mit bestimmten Krebserkrankungen einige Lebensjahre schenken kann und für viele schwer Leprakranke die einzige Hoffnung darstellt. Vielen Dank fürs Zuhören.